Moin Leute, Trimax hier. Endlich wieder das nächste Pro-Turnier solo. Und das Geile ist jetzt hier heute dabei, da habe ich schon die ganze Zeit Bock drauf gehabt. Season 4. Ja, die neue Season ist da, absolut nice. Und jetzt, wir haben schon die ganzen neuen Städte, Loot, Landespots, Superhelden, Geheimagenten, Basis, überall gesehen. Ne? Die Kristalle, diese Sprungkristalle oder Anti-Schwerkraftskristalle sind auch dabei. Und jetzt ist die Frage, wie gut sind die Pros damit? Ich habe schon mal eine 1 gegen 1 gegen jemanden gehabt, der diesen Kristall hatte. Und das war lächerlich. Der war über mir und rumgeflogen und ich konnte nichts gegen ihn machen. Aber das kann nicht jeder. Deswegen lassen wir jetzt die besten Spieler gegeneinander antreten und mal gucken, wie sie mit dieser neuen Map, mit dieser neuen Season, mit dem Kometeneinschlag klarkommen. Deswegen, ich lande direkt, das ist die Depot. Oder zumindest das, was davon übrig geblieben ist. Oder die Tor-Landestätte. Das Übel aus Tor, wo der Hammer in der Mitte ist. Hier ist ein Meteorit. Ich versuche mir ganz fix eine Waffe zu schnappen. Und dann hier jemanden zu... Nee, lande ich alleine? Nee, da ist einer. Ich dachte, what? Hier landet nur einer? In 1 gegen 1 gegen einen Pro? Ja, wo ist denn der hin? Ich will Pros zugucken. Hallo? Wer war das? Können wir diesen Feigling irgendwie ermitteln? Ich fass es nicht. Ist der Loot in dieser Landestätte so scheiße, dass hier kein Pro landen will? Oh, toller Headshot, danke. Ah, der Harmi. Hau mich da weg ohne Materialien. Ich fass es nicht. Ohne. Oh, 4 Kills? Damn, das ist eine Ansage. Okay, ich hab nichts gesagt. Wann ist das Turnier? Das ist das Turnier, Leute. Ich hab nur keinen Pro bei Dusty Depot gefunden. Das ist es. Und das sieht doch schon wieder mega gut aus für Harmi. Harmi hat doch schon. Der hat doch schon die, Der ist schon mal Platz 3 geworden. Der hat hier schon mal 100 Euro Preisgeld sich erarbeitet. Jetzt hat er 4 Kills. Wenn er den jetzt noch killt und noch in die Top 10 kommen sollte, dann wäre es schon ziemlich gut. Gegner wieder Highground. Wieder Highground, der Gegner. Kriegt er den noch? Oh mein Gott, das Movement hat mir mega gefallen. What the fuck? Der hat jetzt hier gar nicht um sein Leben gebaut oder großartig geaimt. Der ist ja gesprungen. Immer wieder links, rechts. Zu ganz... schickt da ein bisschen Salz. Zu ganz zufälligen Zeitpunkten. Hat sich noch hingehockt immer wieder beim Fighten. Eieiei. Das war mega smooth, wie er gedodged hat. Ja, muss ich sagen. Ich denke immer nur, man gewinnt die 1 gegen 1 mit mega Aim oder mit besseren Bauskills. Aber sein Movement war einfach mal Premium gerade. Oh, nächster Gegner. 6 Kills hat er schon. Geht wieder Highground. Übel. Er macht einfach... Ist egal. Er überlebt 32 HP. Der Harmi macht jetzt hier einfach neue Regeln auf. Highground gleich Win. Nichts da. Er hat... Jeder Gegner gegen ihn Highground... Er löscht sie einfach weg. Die Double Pump hat er drauf und dann ist es GG. Was ist los bei ihm? Sterben. Die muss er nicht selber killen. Die müssen einfach nur sterben. Hat er schon 70 Punkte und das ist mega, mega gut. Oh, 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 da ist ein Gegner. Bei den scheiß Jump-Kristallen. Ein Hit, zweiter Hit. Ich find's richtig gut. Headshot. Das war Twitch Network. Ich find's richtig gut, dass jetzt die Zuschauerperspektive, dass man sehen kann, wie viel Schaden gemacht wurde. 7 Kills hat er. Hat er einfach wieder weggelöscht. Harmi mischt sich ein. 7 Kills hat er schon. Ja, er löscht sie einfach. Die kämpfen gar nicht. Es geht gar nicht in den Kampf. Er löscht sie in einer... Warum kann der Double Pump spielen? Ist Double Pump weg? Er ist back, meine ich. Die müssen gleich weiter in die Zone. Das ist ein Witz.
Man hat ihn noch nicht mal richtig gesehen. Das war ein Quickscope. Twitch Army, 9 Kills. Gegner baut sich hoch. Hat High Ground. Sind hier sehr weit oben, die beiden. What the fuck? Hat der Disconnect? Der stand da gerade. Locker wurde er Desktop. Locker war der. What the fuck? Er lebt. Was ist das denn, Hami? Der ist insane und dann hat er. Was war das? Locker hat er sich verklickt und war Desktop oder sowas. Oh, Sturzschaden, das muss nicht sein. Oh. Schöner Hit. Oh, da geht er down. Da geht er down. Aber 9 Kills. 9 Kills und in den Top 10. Das sind 100 Punkte. Das befördert ihn sicherlich. Ganz weit nach oben. Ihr müsst mal überlegen. 100 Punkte. Jetzt müsste jemand Platz 1 werden. Mit 6 Kills. Und das wäre genauso gut. Also er wurde sozusagen gerade von den Stats her Platz 1 mit 6 Kills. Und das ist halt schon richtig insane. Das sind oftmals Tagesrekorde. Er ist einfach Top 10 gekommen mit 9 Kills. So, die nächste wichtige Platzierung ist dann Top 3. Oh mein Gott, wer ist das? Der ist neu. Der ist neu. Den haben wir gar nicht auf dem Schirm. Was hat der für Stats? Der ist hier heute zum ersten Mal dabei. Der spielt total gut. Streamt der? Rytoran? Ja, wer ist das? Oh mein Gott, no. Das war der Quickscope Master und er ist down. Der Quickscope Army und der Quickscope Master sind beide weg. Okay, trotzdem fantastische Runde von den beiden. Grandios. Genau dafür sind wir da. Jetzt schauen wir zu MVP Packs. Ich höre. Da ist er. Boah, das war. Was ist denn los? Wieso können wir einmal so krank Quickscope malen? What the fuck? Die treffen jeden Scope einfach so, so locker aus der Hüfte. So einfach so aus dem Handgelenk. Und jeder Sniper-Schuss trifft. Da ist ein Fight. Beide leben noch. Was passiert da? Er mischt sich ein. Kann er hier noch einen Kill mitnehmen? Oh mein Gott, jetzt das letzte 1 gegen 1. Gegner ist wahrscheinlich sehr, 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 sehr angefrackt. Da ist er zu sicher. Das macht er ganz sicher. Sehr schön. Richtig gute erste Runde. MVP Packs, 3 Kills, Platz 1. Ist okay, 70 Punkte. Ich glaube, der Gewinner dieser Runde, wir wissen jetzt nicht, wie viel Kills Platz 2 und Platz 3 hatte, aber ich glaube, Gewinner dieser Runde, das hatten wir noch nie, ist einfach Hami. Der kam noch nicht mal in die Top 3, aber er hatte einfach so insane viele Kills. Okay, Runde Nummer 2. Die Runde Nummer 1 war gerade schon mal richtig geil. Genauso wollen wir das sehen, schön aggressiv. Wir landen wieder das Depot. Ich hoffe, dass da diesmal einfach ein paar mehr Pros landen. Ich weiß gar nicht, wo landen die denn? Wo landen denn die Pros? Das ist halt echt die Frage. Ey, jetzt hier landet keiner, oder was? Doch, einer, zwei. Oh, MVP Einzelheit, es tut mir unendlich leid. No. Alter, hattest du keinen Schuss mehr, oder was? Was war denn da los? Hast du keine Materialien? Alter, der Typ wurde schon so oft Erster und ich habe ihn jetzt einfach mit einem Lucky Headshot aus der Hüfte gekillt. Ja, was ist los hier? Jede Runde kill ich hier Pros. Yo! Krankes Bauduell. HP. Twitch Usain. Ich weiß, dass er gerade live ist. Einmal den Link rein. Link rein von ihm.
Hau die mal rein. Ah, lol, er war ja in den Top 10. Oh, schöner Hit. Den hab ich vergessen, ja. Oh mein Gott, das ist so krank. So, Usain jetzt hier. 4 Kills. Headshot. Was für ein kranker Headshot. Gerade das Ding weggeballert. Ich wusste es. Damit geklatscht. Usain, geil gespielt. Ein bisschen zu offensiv, das weiß sogar ich als Noob, dass das Raufgeballere meistens dazu führt, dass man von Pros weggesniped wird. Kirito-san, erster Platz, 2 Kills. Ist jetzt nicht die Welt, gibt trotzdem 60 Punkte, ist gut für dein Ranking. Bist du damit safe in den Top 3? Das noch nicht, dafür sind das zu wenige Kills. Trotzdem, geile Runde. Runde Nummer 3. Hami gerade mit ganz viel Abstand auf Platz 1. Es könnte schwierig werden. Bei Dusty Depot landen nicht so viele. Deswegen landen wir jetzt mal Tilted Towers. Da geht so oder so die Action. Und auch dort gibt es einen Krater mit Anti-Schwerkraftskristallen. Ganz schön lässig von mir hier, oder? Ist er runtergefallen? Ah, ich wollte uns alle in die Luft jagen. Hat das funktioniert, bitte? Hat es... Ich habe ihm gut Schaden gegeben. Aber das war nichts. Ist Chef Strobel noch drin? Ist Marcel noch drin? Oh. Lol. Wer ist das? Wer ist dieser Granatenwerfer-Sniper? Habt ihr das gesehen? Der sniped ihn einfach auf 1000 Metern. Oh. Macht er gut. Macht er richtig gut. Ames Hans, gucken wir zu. Jetzt geht's los. Aber direkt ein Fight. Wo ist der Gegner? Wo ist der hin? Wo ist er hin? Das war zwar ein Hit von der Shotgun, aber nur 21 HP, das reicht nicht. Das waren gute Hits, aber alles noch Schild. Alles noch Schild. Das war jetzt aber mal richtig gut. Das war Marcel. Marcel war's. Grüße gehen raus. Eine Granatwerfer zu haben. Hat er gut gemacht. Sogar schon im Runterfallen hat er dort. Oh, Nuts. Oh, 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 oh. Guter Hit. Alter, krasses Duell von beiden. Richtig gut gespielt von Aim Sons. Und Hals Maul, das ist fast Chef Strobel. Ich fass es nicht. Chef Strobel hat voll gut gespielt. Ne. Ich fass es nicht. Ne. Oh mein Gott, wir haben ihn gerade noch ausgebuht. Wir haben ihn gerade noch ausgebuht. What the fuck? Beide haben das Bauduell verloren. 14 AP, das sieht gut aus für ihn. Das sieht nicht gut aus für Husky. Alter, what the fuck? Wie kann man so viel schwitzen? Alter, meine Fresse. Muss man so sagen. Unfassbar. Unfassbar, wie die beiden hier spielen. Chef Strobel ist mittlerweile down. Ja, okay. Lange her, CCGS Spring Season. Alle High Ground, Saido. Ist ein neuer Spieler, den hatten wir noch gar nicht so gesehen. Zugebaut. Er hat zwar 2 Hits kassiert, aber immer noch 100 Leben, 20 Schild. Hat wieder den High Ground. Jetzt haben sie sich hier gegenseitig ein ziemliches Brett gegeben, wobei nur 24 HP hat der Saido da kassiert. Lädt nach. Wir sind hier beide am Fighten, ein 1 gegen 1. Und zusätzlich werden sie von den Seiten noch überall angeschossen.
Alter, so ein krankes Bauduell. So ein episches Bauduell. Genau dafür sind wir hier. Oh mein Gott. Da hat man hat nur die Schädelplatte gesehen. Mehr hat man nicht gesehen. Und genau das brezelt er ihn einfach weg. Okay, macht mit. Dann machen wir 4 Runden. Und... What the fuck? Oder hat er ein Lama bekommen? Alter, wir sind im nächsten Fight. Er baut jetzt hier im Kampf mit Metall. Das ist nicht das Beste. Das kann man einfach wegschießen und dann fällt er runter. Wir sind in den Top 3. Fledermäus ist down und er ist weg. What? Er lebt noch? What? Ach, da war noch eine Platte. Sehr gut. Alter, das war richtig solide. Richtig solide gespielt. Lost my aim twice. Wir sind im letzten 1 gegen 1. 2 Leute leben noch. Wo ist der Gegner? Er hat guten Loot. Hat jetzt auch einen Raketenwerfer. Ist es das schon? Nee. Raketenwerfer im Late Game ist wirklich, wirklich stark. 1 gegen 1, Leute. Er schießt. Gegner hat nur 57 HP. Okay, das ist wenig. Das ist wenig. Predict Schuss. Gegner baut sich dort höher. Kein Schuss, den muss er nachladen. Macht er gut, wie er dort versucht, den Turm abzureißen. Sturzschaden kassiert er. Metall macht keinen Sinn, wenn der Gegner ballert. Hat er gewechselt, jetzt ist er auf Holz. Gegner muss in die Zone. Immer noch am Bauen. Das 1 gegen 1 geht jetzt hier schon ziemlich lange. What? Wieso piekt er auf einmal so lange? Das macht er. Lost by M twice. 5 Kills. Platz 1. Das sind 90 Punkte. Sehr, sehr stark. So, wir gehen in die 4. Runde. Ich bin mal gespannt. Wo landen wir denn jetzt? Die Zuschauer, die gerade da sind. Wenn euch dieses Turnier gefällt, könnt ihr gerne auf dem Kanal hier ein Follow da lassen auf Twitch. Hier seht ihr das immer live. LOL! Oh, der Kill wurde abgestaubt. Wie schnell der war! Habt ihr das gesehen? Holy shit. Absolut krank mit dem Kristall. Yo, da sprayt er. Wie wird der Typ ausgesprochen? Der ist gut. Der ist gut. So oft haben wir den noch gar nicht zugeschaut, aber das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist auf jeden Fall überzeugend. Landball. Was machen die 3? Oh mein Gott. So ein Brett in den Kopf. Immer diese Shotgun. Oh, das ist relativ close. Landboy 4 Kills hat er kurz vor den Top 10. Für beide jetzt extrem... Oh mein Gott, ganz knapp zugebaut. Für beide jetzt extrem wichtig, dieser Fight.
Alter. Er ist schon wieder rübergesprungen. Der springt immer schräg über den Gegner rüber und gibt ihm da das Megabrett. What the fuck? MVP Aqua holt er da weg. Das macht er richtig. Das ist ein ganz. Das hat er beim letzten schon gemacht. Der baut sich hoch, schräg immer höher und springt dann bei dem Gegner auf die Platte und gibt ihn von hinten oder von schräg hinten mit der Shotgun den übelsten Headshot. Das war ein 185er Hit. Oh. Landboy, noch ein Kill. Jetzt sind nur noch 5 Leute am Leben. Die haben hier alle ordentlich Kills. Die haben hier alle ordentlich Kills. Progo MC ist der Gewinner des größten deutschen Fortnite-Solo-Turniers aller Zeiten. 13 Jahre ist er alt und er hat richtig rasiert. Er wurde mit Abstand Erster. Das müsst ihr euch mal überlegen. 13 Jahre alter Spieler aus der Schweiz zerstört die gesamte andere deutsche Pro-Szene. Wir hatten es jetzt ja auch erst ein 10 Runden Solo-Turnier. Da hatte er 600 Euro Preisgeld gewonnen. Da musste ich erstmal. Ich darf ihm das Preisgeld gar nicht schicken. Ich muss es an seine Eltern schicken. Landboy ist zwar in der Zone, aber ist jetzt hier viele Gegner sind. Oh mein Gott, einfach Jumphead und ab geht's. Arschgeiler Gleiter. Bauduell. Ob die sich hier nicht zu hoch bauen? Alter, der Landboy spielt total gut. Was machst du? Oh, alter Landboy. Wir sind durch die absolut merkwürdige Aktion. Landboy haut den übelst geilen Play raus, bekommt den Gegner mega low, der stirbt in der Zone. Aber vorher fällt er einfach runter, da war weit und breit nichts zum Bauen, der ist einfach runtergesprungen. Jo, der Nächste. Leute, wollt ihr mich verarschen? Progo MC, no way. Er lebt noch. Der einzige Spieler, der bisher nicht runtergefallen ist. Progo MC, 1 gegen 1. Der Gewinner vom letzten Turnier. Keiner hat bei diesen Turnieren so viel Preisgeld gewonnen wie er. Bisher. Da wird ganz übel von oben gesniped. Hat einfach nicht im falschen Moment pieken. Der Gegner haut da schon Predict-Schüsse raus. Oh mein Gott. Das war ein Bug. Er ist durch die Treppe gefallen. Bug, er flog. Okay, dann war es ein Bug. Alter, das ist. Ich würde Progo das Ding hier wirklich. Ich würde ihm das wirklich gönnen, dass er hier gewinnt. Aber der Gegner hat übel die Sniper und er scheint keine zu haben. Trotzdem geht er hier ins Peak-Duell. Ist das clever? Wenn ich das machen würde, würden mich alle anschreien. Oh mein Gott, wieso ist das so spannend? Ich spiele auch selber gar nicht. Wie kann das so spannend für mich sein? Er ist in der Zone. Ein Hit. Zweiter Hit. Ist ja alles ins Schild rein. Oh, Bauduell geht los. Zone ist ultra klein. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Der will's abbauen. Oh mein Gott, er will's abbauen. What? Wieso hat er nicht geschossen? Irgendwas stimmt hier nicht. Kann das sein, dass der Server laggt? Lol, er holt ihn einfach so. Gegen Twitch. What the fuck? Was war da los? Weil's laggt.
Alter, okay. PogoMC gewinnt wieder mal eine Runde. Trotz Lags, 6 Kills, Platz 1 sind 100 Punkte. Mega gut. Warum hat das jetzt am Ende so gelaggt? Was war das für ein Scheiß hier gerade?